Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir beschäftigen uns jetzt nochmal mit dem Thema Test und zwar speziell mit dem Thema Mockobjekte. Und zwar erschließen sich einige Softwarepakete nicht unbedingt dem Test, weil sehr starke Abhängigkeiten intern sind oder weil sie Nachbarsysteme haben, die aufgerufen werden und die stehen ihnen vielleicht nicht immer im Test zur Verfügung. Solche Sachen wollen wir aber auch testen und dafür machen wir Mockobjekte. Und darum soll es in diesem Video gehen. Vielleicht Standardsituation, was haben Sie? Das ist hier unten auf der Folie dargestellt. Sie haben eine Klasse, die Sie testen wollen, oder ein kleines Modul oder was auch immer, also kleines Etwas, das Sie testen wollen in Ihrem Code. Und das Ding ist jetzt natürlich mehr oder weniger stark verkabelt mit seiner Umgebung. Also es wird aufgerufen von seiner Umgebung, es ruft selber andere Teile der Umgebung auf. Und die Klasse müssen wir jetzt irgendwie raussezieren aus dem Source Code, damit wir die einzeln testen können. Wie geht das? Also wir haben andere Module drumherum, andere Klassen, die unsere Klasse braucht. Die Klassen, die wir brauchen würden, sind vielleicht nicht verfügbar. Also die anderen Code sind vielleicht noch nicht fertig oder noch nicht vollständig fertig. Vielleicht wollen wir das Verhalten kontrollieren und können das schwer kontrollieren. Stellen Sie sich vor, Sie haben so ein Nachbarsystem, das Sie aufrufen wollen und Sie wollen jetzt den Fall testen, dass das Nachbarsystem abgestürzt ist. Sie können ja schlecht für Ihren Unit-Test das Nachbarsystem abstürzen lassen. So, oder wir wollen so bestimmte Ausnahmesituationen erzeugen. Möglicherweise kommen wir die so gar nicht ran im Realbetrieb. Also Ausnahmesituationen sind schwer herstellbar. Deswegen versuchen wir uns jetzt mit Dummies oder Mocks zu behelfen. Dummy ist vielleicht so das Einfachste, das hat man früher gebaut, einfach eine Klasse, die so ein bisschen das Interface implementiert hat. Und dann haben sie der Klasse, die sie testen wollen, diese Dummy-Klasse untergejubelt. Ein Mock, was man heutzutage macht, ist jetzt noch ein bisschen intelligenter und ich würde Ihnen gerne das am Beispiel Mockito vorführen, was man heutzutage mit Mocks machen kann und wie man die einsetzt. Also das Mock oder das Dummy-Ding implementiert das Interface von den Klassen, die Sie aufrufen wollen, also die unsere Testklasse benötigt. Und das Dummy implementiert oder der Mock emuliert das Verhalten nur so weit, wie es dringend notwendig ist. Sonst wäre das Mock-Schreiben genauso aufwendig wie den Produktivcode schreiben. Und dann macht es keinen Sinn mehr. Und wir verwenden, um unsere Dummies zu machen, verwenden wir ein Mock-Framework. Zum Beispiel Mockito kann man verwenden. Und das würde ich Ihnen gerne vorführen an einem konkreten Beispiel. Und wenn wir das machen, dann kommen wir von unserer eingebundenen Klasse eigentlich in eine Klasse, die ihrerseits Mocks verwendet. Also das heißt, die Umgebung unserer Klasse emulieren wir quasi mit Mocks. Und wir können unsere Klasse dann mit Testfällen von außen aufrufen. Und diese Mock-Objekte, das sind wie gesagt Dummies und wir bauen die immer dann, oder also besser sind zum Beispiel schlauere Dummies und wir bauen die immer dann, wenn die Umgebung zu komplex ist, um da einen einfachen Testfall zu machen, wenn sie für Tests fachlich oder technisch nicht gut herstellbar ist, also wenn das komplexe Datenstrukturen der Fall sind oder wenn man zu viel aufsetzen müsste, um den Testfall zu bauen. Es kann unerwünschte Seiteneffekte geben, zum Beispiel Server abschießen, sollten Sie vielleicht im Testfall nicht unbedingt machen. Vielleicht ist auch das System, was Sie ansprechen wollen, zu langsam und wir brauchen irgendeine schnellere Reaktion. So ein Unit-Test soll ja innerhalb von so wenigen Sekunden durchlaufen, sonst ist das eher so eine Art Kategorie Akzeptanztest oder Integrationstest, was Sie dann in späteren Schritten der Pipeline machen. Und sowas wie Sonderfälle wollen wir vielleicht darstellen. Das kriegen wir vielleicht mit dem normalen Testfall auch nicht so einfach hin. Also, und deswegen würde ich Ihnen gerne in diesem Video an einem komplexeren Beispiel zeigen, wie man mit diesen Mockobjekten arbeitet. So, gehen wir mal in den Code. Ich habe Ihnen hier meine Standardklasse gebastelt. Das Ding soll so einen Temperatursensor darstellen, der Messwerte zu einem Server schickt. Und wir schauen uns mal den Code an von unserem tollen Temperatursensor. Der hat eigentlich praktisch keine Methoden, sondern nur so eine olle große Main-Methode. Und in der Main-Methode passieren wundersame Dinge. So, und wie schreiben Sie jetzt zu dem Kameraden-Test-Case? Viel Spaß. So, und da müssen wir uns jetzt überlegen, wie kommen wir an das Ding intelligent ran, bevor wir jetzt anfangen können mit Mock-Objekten. Eine erste Überlegung dazu. Erstens, was uns hier schon mal gut gefällt, ist, wir haben die Klasse Temperatursensor, verwendet ein Forwarder-Receiver. Das ist eines der Patterns, die ich in den vorherigen Videos vorgestellt habe. Ein bisschen kompakter geschrieben, weil das jetzt, wie gesagt, der Code sollte nicht zu lang werden.
Und das Ding kann ich hier schon mal beim Konstruktor übergeben. Und in die Innereien von dem Forwarder Receiver, das wären dann sozusagen die Sachen, die dann Sockets machen. Und deswegen können wir zu dem Forwarder Receiver, den wollen wir nachher mocken. Also das ist wie ein Temperatursensor, der ruft den Forwarder Receiver auf. Und wir wollen sozusagen das Ding dann mocken, den Forwarder Receiver. Und was wir eigentlich testen wollen, ist der Temperatursensor. Also jetzt haben wir wirklich eine Klasse. Das ist das, was gerade orange auf der Folie war. Und der Mock, das, was grün auf der Folie war, das ist der Forwarder Receiver. Okay. So, aber jetzt müssen wir erstmal, bevor wir was machen können, natürlich hier erstmal die Main-Methode ein bisschen zerhacken. Also die ist zu lang und wir können ja schlecht in einem Test-Case Main aufrufen. Und wir können auch schlecht jetzt in irgendeine Endlosschleife reinbohren oder hier irgendwie reinrufen. Also das heißt, was machen wir, bevor wir anfangen können zu testen mit solchen langen Methoden? Wir versuchen, die irgendwie mit Method Extraction zu zerhacken und in kleinere Teile zu zerlegen. Jetzt schauen wir da mal scharf drauf. Also was man hier machen könnte, ist, man könnte hier so diese Zweizeiler, er sendet einen Sensor Hello, da erzeugt er sich hier so eine Message und schickt das dann an einen Server und kriegt einen Response zurück. Oder hier sendet er ein Acknowledge an den Server. Oder weiter unten schickt er ein Measurement an den Server. Das heißt, ich würde jetzt einfach die Dinger mit Method Extraction rausziehen und versuchen, die Methoden dann einzeln im Testfall zu testen. Ich führe es jetzt nicht in allen Details vor. Ich extrahiere jetzt einfach mal die drei Schritte und dann hoffen wir mal, dass wir dann mit meinem Testfall weiterkommen. Also, was machen wir? Ich markiere hier die beiden Zeilen. Das will ich ja auslagern. Sag hier Refactor, Extract Method. Dann bietet er mir hier einen Methodennamen an. Wie nenne ich das Stück mal? Ich nenne das mal Send Server Hello. Und Send Server Hello. Und was können wir noch machen? Und jetzt können wir, da wir ja vielleicht ein Cert machen, weil wir es gleich ganz günstig, wenn der auch einen Return-Wert hätte, dann sage ich hier Return Response. Und dann gibt er hier ein Message zurück. Jetzt haben wir schon mal die erste Methode extrahiert. Was heißt also, was wir jetzt machen? Wir versuchen mit Method Extraction und anderen Vehikeln sozusagen eine lange Main-Methode, eine lange Run-Methode oder sowas zu zerhacken in kleinere Fragmente. Und die kleineren Fragmente sollten möglichst einen Return-Wert haben, sodass man dann irgendwas übergeben kann und man kriegt einen Wert zurück. Hier ist es sehr schön, der kriegt unseren Temperatursensor übergeben und gibt was zurück. Nachteil ist hier vielleicht noch, der hat den jetzt private gemacht. Es macht natürlich auch Sinn, wenn Sie Method Extraction machen. Ich mache das hier weg, ich mache den jetzt Package private, sonst komme ich im Testfall da nicht ran. Jetzt haben wir schon mal einen ausgelagert. Das heißt, jetzt hat er den hier irgendwie. Wir sind hier beim IntelliJ was falsch gemacht. Extracted und wir wollen da das Ding jetzt zurückhaben. So, jetzt haben wir den ersten Schnipsel ausgelagert in der eigenen Methode. Lassen wir es vielleicht mal bei den beiden, sonst kommen wir jetzt nicht mehr, sonst wird das Video zu lang. Also das heißt, aber Sie sehen, wie das Verfahren funktioniert. Sie zersägen einfach die lange, zu lange Methoden in kleinere Teilmethoden. Zunächst wollen wir das gute Stück testen und jetzt ist die Frage, wie geht das? Wie kriegen wir das hin? Also das heißt, wir lassen uns einen Testfall generieren. Das heißt, wir erzeugen uns jetzt einen Testfall, Alt Return und dann kann man hier sagen Create Test. Dann kann ich hier sagen, Send und Send Acknowledge und Server Hello will ich testen, JUnit 5 und das Ding heißt Temperatursensor Test und das landet natürlich auch gleich im richtigen Verzeichnis. So, und das heißt, was wollen wir jetzt? Jetzt machen wir mal eine Skizze. Also ich würde jetzt gerne den Temperatursensor testen. Also sage ich hier Private Temperatursensor SUT. Das ist so das Ding, was ich testen will, Private. Das Ding, was ich mocken will, das ist der Forwarder Receiver. Und den nenne ich jetzt gleich mal Mocked Object. So, also das will ich jetzt testen. Und das heißt, wie würde ich das jetzt aufsetzen? Ich würde jetzt hier bei Server Hello jetzt irgendwie mein System under Test aufrufen wollen und probieren wir mal aus, wie das wäre. Das heißt, dann sage ich jetzt hier, das waren jetzt leider statische Methoden, deswegen muss ich die hier statisch aufrufen, Send Server Hello und der erwartet jetzt einen Temperatursensor und das Ding erzeugt mir eine Message. So, das ist ja super, kann ich hier schon was programmieren und das will ich jetzt gerne testen.
Das heißt, dann sage ich hier assert that. Das fehlt mir jetzt, also brauche ich das als erstes. Also sage ich hier import static org.mcrest.matcherAssert.assertThat. So kann ich das verwenden, assert that. Und dann sage ich hier response, equal to. Das kennt er nicht. Muss auch wieder ergänzen. Import static org.mcrest.coremetchers.equal to. Equal to, und das heißt dann, was wollen wir da hinkriegen? Das heißt, der Server sendet, der Client sendet ein Server-Hello und kriegt vom Server ein Station-Hello zurück. Das heißt, jetzt müssen wir hier also eine Nachricht erzeugen: New Message Type. Station Hello kriegt er zurück. Was er für einen Rückgabewert hat, weiß ich nicht. Das erforschen wir gleich empirisch. So. Ups. Also das wäre so ein möglicher Testfall. Wenn wir das jetzt mal starten, explodiert er natürlich. Also er hat es übersetzt. Und da kommt natürlich eine Null Pointer Exception, weil das System Under Test nicht da ist. Das müssen wir jetzt erzeugen. Das heißt, jetzt erzeugen wir das System Under Test. Das jubeln wir natürlich in jedem Testfall drunter, deswegen, wir wollen es mal neu initialisieren, deswegen machen wir das für jeden Testfall. Void Setup Sat ist gleich New Temperatursensor. Der kriegt ja ein Forward Receiver mit, das ist dieses Mocked Object, das wir noch nicht gemockt haben. Mocked Object gleich 0. So. Also versuchen wir jetzt so ein dieses Server-Objekt zu erzeugen, und das soll natürlich vor jedem Testfall passieren, before each. So, wenn wir es jetzt nochmal laufen lassen, dann stürzt er ab, aber an der anderen Stelle. Run Test. Und jetzt sehen Sie hier die Null Pointer Exception, aber jetzt kommt die an der anderen Stelle, und zwar hier bei Call Server in meinem Temperatursensor, und in meinem Temperatursensor hier rufe ich dann sowas wie Server, Forward und Receive auf, und dieses Server, das war dieser Forward-Receiver, den der gekriegt hat. Also das heißt, jetzt haben wir dem versucht, jetzt müssen wir da irgendwie einen Dub-Dummy oder einen Mock irgendwie herkriegen. Und wie machen wir das jetzt? Dafür gibt es ein Framework. Das ist Mockito. Das würden wir verwenden. Und wir würden Mockito jetzt in den Build-Prozess mit einbauen, sodass wir das nutzen können. Wie geht das? Ich gucke hier in meinem Projekt in die build.gradle-Datei. Und da habe ich es hier schon markiert. Ich habe das schon mal eingefügt. Das heißt, Sie müssten also einfach mit googeln sozusagen nach Mockito und Maven beispielsweise. Dann kriegen Sie das Maven-Repository, können dann diesen String hier daraus kopieren und müssten dann hier bei Gradle noch aktualisieren. Und dann haben Sie die Mockito-Sachen zur Verfügung. So. Also wir brauchen Mockito. Wie bauen wir das jetzt ein in den Test? Ich mache hier mal den einen Testfall weg, dass es leichter geht. So. Wie bauen wir das jetzt ein in den Test? Wir brauchen Mockito, das heißt, wir machen hier wieder import static org Mockito diesmal. Mockito, und da brauchen wir mehrere Methoden, deswegen mache ich hier mal statischen Import von allen Methoden, die es so gibt. So. Und wie funktioniert das jetzt hier? Ich kann jetzt hier nämlich einfach sagen mocked object mock. Das ist jetzt die Methode aus Mockito. Und dann gebe ich dem hier mit forwarderReceiver.class. Das heißt, dieses Mock macht mir jetzt einfach ein Mock-Objekt für mein forwarderReceiver. So, jetzt können wir den Test nochmal laufen lassen. Gucken wir, was jetzt passiert. Also jetzt haben wir ein gültiges forwarderReceiver-Objekt. Und jetzt sehen Sie schon, es ist da keine Null-Pointer-Exception mehr gekommen, sondern jetzt hat er da irgendwas erwartet. Und wir haben jetzt hier, das ist that come expected station hello, but was null. Insofern sind wir jetzt also schon mal einen entscheidenden Schritt weiter. Jetzt haben wir zumindest schon mal ein gültiges Forwarder-Receiver-Objekt darunter. Das gibt natürlich noch immer null zurück, wenn wir es aufrufen. Also jetzt müssen wir das Verhalten von dem Objekt noch steuern und jetzt sozusagen sagen, was soll denn da passieren. Wenn wir uns jetzt mal die Innereien
von Temperatursensor begeben, dann müsste das da eigentlich klar werden, was wir bräuchten. Das heißt, die Null Pointer Exception, die wir gerade gesehen haben, war hier in der Methode Call Server. Das heißt, was macht der? Dieses Server, das ist sozusagen das Forward-Receiver-Objekt, ruft erstmal ein Forward auf mit der Message und ruft dann ein Receive auf. Und das Receive sorgt dann für den Rückgabewert. Also müssen wir jetzt irgendwie sagen, okay, das Receive hier aus der Methode, da müssen wir jetzt ein Verhalten hinterlegen, was jetzt passieren soll. Machen wir das mal. Das heißt, wie geht das? Ich sage hier, when, das ist wieder eine Methode aus dem Mockito. Und jetzt sage ich hier, mocked object. Und jetzt müssen wir da den Nachrichtenaufruf haben, also dieses, wenn das Receive aufgerufen wird, dann then return. Und jetzt erwarten wir, dass da ein, was soll hier zurückkommen? Das Objekt. Das heißt, was wir jetzt machen ist, wenn dieses Receive aufgerufen wird, einmalig, dann gibt er immer dieses Nachrichtenobjekt zurück. Und jetzt müsste das eigentlich durchlaufen. Jetzt haben wir noch irgendwo einen Compile-Fehler. Ah, da wird noch mal. So, also das heißt, jetzt müsste das eigentlich durchlaufen. Und weil wir jetzt sozusagen das Sollverhalten an dem Mock dran gebaut haben. Sie können das natürlich noch komplexer machen. Also jede Methode des gemockten Objekts tatsächlich mit Verhalten hinterlegen. Okay, so jetzt sind wir schon mal einen entscheidenden Schritt weiter. Das heißt, jetzt ist der erste Testfall schon durchgelaufen. Sind wir jetzt fertig? Antwort nein, denn was jetzt vielleicht noch sein könnte, wenn wir uns nochmal den Temperatursensor anschauen, das ist jetzt natürlich relativ trivial. Jetzt haben wir sozusagen hier das Forward noch drin bei dem Call Server, was da irgendwie unter der Haube aufgerufen wird. Und also das heißt, wir könnten jetzt noch sagen, wir hätten erwartet, dass das Forward aufgerufen wurde, sodass wir tatsächlich so ein bisschen gucken können, hat die Temperatursensorklasse auch die richtigen Aufrufe von dem Mockobjekt gemacht. Und da auch das kann man nachprüfen, indem man hier nämlich am Ende noch sagt, verify. Das heißt, jetzt prüfe ich, ob das Mockobjekt in der korrekten Art und Weise aufgerufen wurde von meinem System Under Test. Und da sage ich hier mocked object. Und dann sage ich, was ich erwartet hätte, nämlich ich will einen Aufruf gehabt haben. Also soll mindestens einmal aufgerufen worden sein. Und deshalb kann ich hier hinten sagen, die Methode, die aufgerufen werden sollte. Und zum Beispiel mindestens einmal, wenn Sie hier anschauen, da gibt es mehrere Sachen noch, so was at least once, at most once und so weiter. Also man kann sagen, wie häufig sollte die Methode aufgerufen worden sein. Jetzt kann ich hier die Methode angeben, nämlich forward. Und jetzt erwarten wir, naja, wenn wir dem hier, jetzt haben wir hier gesagt, send server hello. Und jetzt müssen wir da mal schauen, was für ein Objekt da gesendet wird. Send server hello. Und diese Nachricht wird da gesendet. Ich kopiere es mal. Normalerweise wäre das komplizierter. So, forward. Und dann kriegt er sozusagen die Nachricht damit. Ich korrumpiere die mal kurz, um Ihnen zu zeigen, dass er da wirklich was guckt. Ich nehme hier mal irgendwie einen Teilstring raus und jetzt lassen wir das mal laufen. Ne? Sie sehen, jetzt ist der Test mal wieder durchgefallen. Und was er jetzt sagt, Arguments are different. Wanted war Server Hello und dann kam hier das Ding, was ich ihm hier übergeben habe, Forward und dann erwartet dann die Nachricht. Da hatte ich ja dieses Mac rausgelöscht. Tatsächlich kam aber dasselbe mit Mac. Das war das, was hier meine Implementierung machen sollte. Also dieses Verify prüft, ob der Mock in der richtigen Art und Weise aufgerufen wurde. Ich korrigiere das jetzt hier nochmal, indem ich hier wieder den Originalstring reinschreibe. Mac. Jetzt nochmal laufen lassen. Läuft wieder durch. Fassen wir nochmal zusammen. Was haben wir jetzt gemacht? Nur mal ganz kurz für die Akten. Also, ich habe einen Testfall implementiert. In dem Testfall erzeuge ich für ein Objekt Forwarder, also für ein beliebiges gegebenes Objekt, einen Mock. Der Mock implementiert dasselbe Interface, also ist ein Forwarder Receiver. Und das kann, der Forwarder Receiver kann jetzt eine Klasse oder ein Interface sein, das ist da relativ egal. Also der Mock tut jetzt so, als wäre er ein Forwarder Receiver.
Das mache ich mit der Methode Mock aus Mockito. Dann kann ich dem Mock-Objekt ein Verhalten geben und ich kann sagen, wenn du diese Methode hier aufgerufen wird auf dem Mockobjekt, dann soll der bitte dieses Element zurückgeben. Das heißt, ich kann jetzt hier sozusagen ein Verhalten dem Mockobjekt beibringen. Das heißt, ich muss es nicht implementieren, sondern ich muss sagen, wenn du so aufgerufen bist, gib das zurück. Wenn du das aufgerufen wirst, gib das zurück. Ne? Also das heißt, ich kann hier relativ leicht sozusagen wie so beim Kassettenrekorder Verhalten aufzeichnen. Und ich kann mit Verify auch aus Mockito prüfen, ist der Aufruf des Mockobjektes in der richtigen Art und Weise passiert. Und so habe ich jetzt alles zusammen, um sozusagen ein sehr, sehr einfaches Mocking zu machen und um meine Klasse sozusagen aus einem größeren Verband heraus zu operieren und die einzeln zu testen, obwohl der direkte Test kaum möglich wäre. Im Fall des Temperatursensors müsste man ja sonst mit irgendwelchen Sockets aufbauen und so weiter und das wäre eher schwierig. Hoffe, dass das Video genützt hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.